So, herzlich willkommen zu einer neuen Theforestus-Folge. Und ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, hier die Steinmauer zu erhöhen, die Mauer, also die Holzmauer, oder sagen wir Palisade, fortzuführen. Und Concord hat da hinten einfach den ganzen Wald gefällt, gerodet. Man sieht gar nichts mehr. Erdboden gleich gemacht. Ey, Fatal. Alter, das Also, ist ich hier muss einfach erstmal. wirklich gar nichts. Ah, das ist so nervig, irgendwie unser Garten ist so kaputt. Oh, das ist ja wirklich kaputt. Muss man mal. Ja, aber hau nicht auf die Büsche, das ist mir mal passiert, dass ich Ja, reparieren ich hab wollte und grad. habe. Moment! Hä, was? Moment! Hier fehlt ein Beet! Hä, wo ist das hin? Foot! Nein! Ist es gerade despawned? Oder ist es beim Angriff kaputt gegangen? Wir haben es nicht gecheckt. Ich glaube schon, ja. Scheint Ach, so. darum war das Beet ja auch wieder kaputt. Oh. Oh nee. Nein. Ich krieg's kotzen. Sie haben extra hier eine höhere Mauer bauen wollen, dann laufen sie hier wahrscheinlich. Hier sind sie wirklich durchs scheiß Eingangstor durchgelatscht. Oh, es ist deprimierend. Wir müssen uns da vielleicht sogar was einfallen lassen, als wir hier irgendwie eine Tür oder so noch reinbauen. Ja, Irgendwas das sowas, geht gar nicht, weil ey. unser Beet ist Oh. einfach lebenswichtig. Das. Oh, es ist nervig. Gut, ich sag mal, es Umstände könnte hier. besser werden, wenn wir endlich diese Palisade haben. Ja, das stimmt, weil da kommt sehr. Ja, stimmt, Und stimmt, dann stimmt, kommst du stimmt, noch also stimmt. nicht mehr rein, aber es ist trotzdem richtig nervig. Da fragt man sich, ob dann überhaupt die zweite, der zweite Stock überhaupt notwendig gewesen wäre, wenn wir die Palisade haben. Stimmt eigentlich auch wieder, ne? Ja, sieht ja schön aus. Naja, ich finde fast an eine wäre es fast noch schöner gewesen, bloß. Also. Kannst du immer noch abreißen. Nee, 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 jetzt haben wir angefangen. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen hier hinter, ne? Weil ich weiß nicht, soll ich da hinten weitermachen? Komm, hier ist schon der Stein, der uns für uns eine Markierung war, der war mitten im Wald. Damals. War der mitten im Wald. Damals, ja. Vor der Industrialisierung Ja, was ist denn des mit dem Baum hier Concords. los? Wieso sieht der Baum hier so scheiße aus? Da sind ja gar keine Blätter dran. Lol. Den will ich hier weg haben. Der sieht scheiße aus. Der gefällt mir nicht. Oh, ich verhungere ja. Ah ja, genau, du hast mich gerade an was erinnert, was ich noch nachholen wollte. Überliegen Baumstämme. Auch unten am Vor allem die Strand. ganzen Büsche, die nerven langsam. Nee, ich sehe gerade gar nichts mehr. Nee. Ah. Seit wann liegt hier ein Koffer? Wieso hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh? Das verstehe ich nicht, Mama. Erklärst du mir das? So, erstmal Futter. Hampf, 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 hampf. Hat's geregnet? Nee, natürlich nicht. Trinken. Oh, also dieser Wasserschlauch, der ist mega geil, ne? Ja, das stimmt. Der ist richtig fett. Schmutziges Wasser 100% voll. Dann kann ich das mal sauber machen, das Wasser, und dann umfüllen. Geht Ja, das? stimmt, wenn man im Topf ist. Ach, das despawnt ja nicht mehr. Das haben sie ja mal geändert, stimmt. Ach, geht ganz schön der Wind hier. So. Die Mauer, warum hast du die eigentlich? Ach so, weil wir hier noch nicht ganz wussten, ne? Ja, weil wir doch da überlegt haben mit unserer Villa und Turm und so. Der Turm, jetzt pass auf. Wenn ich den Turm. Boah, ich hab so Angst, wenn ich den Turm baue und wir bauen den und dann ist der voll für den Arsch. Da hab ich echt Angst vor, ne? Vor allem, der braucht wahrscheinlich richtig viel Baumstämme, wenn du den so hoch baust und so. Jetzt tun wir mal die ganzen Baumstämme. Oh, Nein! ich hör schon wieder. Ich komme zu dir. Bei mir sind sie nicht. Wo sind die ganzen Baumstämme Ach, hin? der ist unten. Ach, hier. Nein, bleib da! Wehe, lauft! Alter, wieso laufen die von mir? Was für Wichser. Ohne Witz, wenn die jetzt. Bitte sag mir nicht, dass sie wieder jetzt Richtung Beet laufen oder sowas, ja. Die sind Richtung Lager gelaufen. Wie viele waren es denn? Zwei, aber einer steht noch hier und der andere ist alleine. Okay. Ich laufe einfach. Ich stehe neben dir. Das eine guckt hierher.
Sollten wir sie vielleicht einfach angreifen, wenn sie nur zu zweit sind? Ja, der eine steht jetzt alleine da und beobachtet mich. Du stehst zwar direkt neben mir, ich wollte nur sagen, der steht näher an dir als wir an mir, ne? Echt? Ah, ne, jetzt nicht mehr, jetzt hat er Position gewechselt. Nee. Ich wusste es. Ja, komm her. Nein, nein. Au, au, au. Oh, ich bin gleich tot. Hilf mir. Komm her. Ich hab einmal... Alter, ich hab einmal daneben geschlagen, ne? Scheiße, das nervt mich. Ich wollte eigentlich nur seine Rüstung haben. Scheiße. Jetzt muss ich mich wieder komplett ausrüsten. Mann. Einer. Ein einziger. Fatal. Ja, es geht aber schneller, als man denkt in dem Spiel, ne? Also. Ja, ich hab einmal den Einschlag und dann. Und dann Rüstung weg. Und wenn er nochmal trifft, fast das Leben weg. Also, schon hart. So. Kannst du dann deinen Topf mal runter tun, weil dann würde ich auch meinen Topf mal drauf. Ja, sofort, sofort, sofort. Gib mir noch einen Moment. Hast du jetzt dein. Kann er trotzdem trinken. Arsch. Ich will das ja gar nicht trinken, ich will. Oder abkochen oder was? Obwohl, du musst es ja doch dann trinken eigentlich, oder? Wenn man es abkocht im Topf. Ich glaube nicht, dass man den gekocht. Topf. Achso. So. Achso, du kannst. Nee, ich hab das in meine Trinkflasche getan. Ah, okay. Weil der geil ist. Der ist echt geil, ne? Da kannst du dreimal draus trinken, das ist. Hammer, der bringt's richtig hart. Es regnet! Ja! Cool. Oh, endlich. Es darf ruhig durchregnen jetzt. Hass die Knochen, ich brauch die Knochen von dem. Wir müssten ein Lager vorlegen. Ja, 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 legen sie. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. So. Alter, das. Flair an so Spiel ist gerade so richtig kalt, vor allem wenn es jetzt so regnet und so. Wenn ich das jetzt mit diesem anderen Spiel vergleiche, ey, da wird mir richtig schlecht. Das ist ja fatal. Also wenn man die zwei Spiele da vergleicht. Das ist richtig übel. Das sind Welten dazwischen. Von der Atmosphäre her einfach. Ja doch, stimmt, da hast du recht. Ja. Der Luch ist weg, scheiße. Wie schaut's mit den Baumstämmen aus? Hammer, siehst du noch welche? Also hier oben müssten noch ein paar liegen. Hier habe ich auch mal gefällt. Hier bei mir. Okay, komm mal. Ich sehe noch 1, 2, 3 mindestens. Unten am Strand waren 2. Hast du die schon? Was, unten am Strand? Meinst du den hässlichen Baum? Ja, die sind runter. Ja, nee. Ja, den auch. Aber unten am Strand sind 2 runtergerollt, mal während dem Kampf, glaube ich, weil wir dagegen gelaufen sind. Kannst du die 2 schon holen? Ich schaue hier oben noch ganz kurz. Achso, gleich, ich fäll hier. Ja, ich bin hier oben. Aber ich fäll mal. Ich fäll wieder ein paar für dich, die du hin und her fahren kannst. Und dann hole ich die anderen 2. Alles klar. Ja, da wohl, ich fahr kurz runter. Holzexpress. Ganz ehrlich, mir ist dieser Hasen, Ding, ganz ehrlich, den würde ich am liebsten weghauen, ne? Der ist richtig scheiße. Ja, die Hasenfallen, die sind echt für der Katz. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine echt beschissene Stelle ist, sodass die dort null Funktion wir hat. Wir wollten uns ja nochmal informieren, ne? Also ich finde gerade irgendwie keine. Ah, doch, da sind. Weil ich meine, seit wann haben wir das gebaut? Das ist ja schon gefühlt 10 Stunden her. Ja. Ne, ich würde mich dann nochmal informieren, irgendwie. Das wollten wir nochmal machen. Ob das irgendwie ein Bug ist oder ob das einfach wirklich so lange dauert, theoretisch, oder. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, in der ersten Staffel, da war es ja auch so, dass Reglement reingelaufen ist.
wenn es keine Hasen waren, da ist ja immer wieder irgendwas reingelaufen. Eichhörnchen oder ein Luch oder sonst irgendwas. Aber da gar nichts. Nein! Was? Werden wir angegriffen? Nein, der Wagen ist umgefallen. Ja, ich kann immer noch rausnehmen, wenigstens die Baumstämme, immerhin etwas. So, jetzt hoffe ich einfach nur, dass es mich nicht irgendwie nach oben katapultiert. Naja, ich kann ihn gar nicht aufnehmen. Ach, man kann da auch Steine reintun in diesen Wagen. Ja, ich weiß. Komm. Komm. Hoppa. Ah, jawoll. Ich glaube jetzt dann nach dieser Holzfäller-Aktion, da müssen wir vielleicht doch mal die Bäume nachwachsen lassen. Ja. Weil sonst sieht sie echt leer aus. Vor allem bei diesen ganzen Bauprojekten, die wir noch vorhaben, mit Siedlungserweiterung und Mauerbau und was weiß ich. Es wäre eigentlich mal sehr interessant, was passieren würde, wenn wenn man wirklich die ganze Insel so roden würde. Ohne Baum nachwachsen. Oh nein! Irgendwie wär's lustig. Aber ich glaube, da wäre man echt lange beschäftigt. Ja, aber es geht doch, wenn ich jetzt mir das so angucke, es geht ja doch. Ja, aber. Ich nicht, aber. Die Karte ist dann doch relativ groß. Ja, also, sie ist nicht groß, stimmt. Aber für dieses Projekt. Ach Gott! Aber ich würde das vielleicht echt mal ausprobieren, weil es sind da noch ein paar Baumstämme in unserem Lager drin. Könnten wir doch Baumstamm. Nein! Oh. Könnte man noch einen Baumstamm liegen, einen Baumstamm lassen, den dann wachsen lassen, daran dann ein Baumhaus und dann das Baumhaus mit dem Turm verknüpfen. Wie hört sich das an? Und dann hat man so einen Baum im Lager, das ist vielleicht auch ganz schön, oder? Dass man im Spiel für Forest einen Baum im Lager hat, das muss man ja schon fast machen. Ja, ich spieße Forest ein Baum im Lager. ja, prinzipiell schon. So ein Baum in der Mitte irgendwo. Dann. Weil da kannst du ja mal diese Baumstämme anschauen in unserem Lager. Und dann können wir sagen, den Rest haben wir weg. Ja. Weil das wollen wir nicht in unserem Lager haben. Vielleicht relativ mittig. Ich glaube, da gab es sogar einen Baumstamm, der relativ mittig war. Oder halt gleichzeitig, was ja auch passt. Alter, diese ganzen Mini-Büsche da. Hey, wo war hier ein Baumstamm? Ich sehe keinen Baumstamm. Also wie gesagt, also es war jetzt nicht mittig, also eher da, wo noch keine Palisade gebaut ist. Ach so, ja da. Boah, wie geil das ist. Ist hier alles voll. Ah, oh, Loch. Bleib da. Hey, aber wir machen hier echt gute Fortschritte mit der Mauer, muss ich sagen. Also, das ist übel, Alter. Wie schnell es läuft. Das geht gerade. Hey, diese Arbeitsteilung, das bringt es gerade voll. Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, ne? Ich glaube, letztes Mal in Staffel 1 haben wir das nicht gemacht, ne? Nee, da haben wir es irgendwie immer so ein bisschen parallel immer alles gemacht. Oder? Na, doch. Mir ist aber... Ja, es ist aber so schnell, kommt es auch viel nicht schneller vor. Kommt es auch viel, viel schneller vor. Alter, nebenbei haben wir fast die Mauer hier fast fertig, ey. So. Das sind ja richtige Profis. Ja, oh yeah. So, jetzt muss ich mal was trinken, sonst verhungere ich. Verdurstig, ne? Ich muss was trinken, sonst verhungere ich. So. Diese Bären ins Wasser, das bringt nur Energie, oder wie war das? Ich glaube schon, ja. Okay. Also nix Verheerendes. Alles klar. Wow. Okay, die Mauer ist wirklich weit. Leck mich am Arsch. Ja. Die Mauer könnte man beim aktuellen Stand sogar in dieser Folge fertigstellen, oder? Sollte man. Ja, eventuell schon, wenn es so weitergeht.
Dann, ja. Richtig cool. Und dann fäll ich noch ein bisschen. Es fällt mir erstmal auf, wie viel du eigentlich schon gefällt hast, wenn wir jetzt schon bei der Hasenfalle sind. Krass. Ja. Liebe. Bist. Ja, aber das will ich unbedingt eigentlich schon wieder zu haben, eigentlich vom Wald. Ja, also das sieht jetzt weil schon sehr offen aus. Das ist schon. Ah, was liegt denn da? Nimm mal mit. Ich frag mich nur, ob du das dann beeinflussen kannst, wie was wächst und was nicht. Ja, ja, also da, wo die Baumstämme sind. Ja, aber ich meine, ich mag ja eigentlich hier den ganzen Wald wieder haben. Fast, zumindest. Ja, ja, ne? Dann tust du einfach nicht die Baumstämme weg und dann geht das schon. Dann wachsen es einfach alles wieder nach. Ja, nur ich glaube, wenn ich diese Baumstämme weghackst, das kann man ja machen, dann wächst du nichts mehr. Ja, das habe ich bei einmal gemacht in unserem Lager, weil der direkt dort war, wo wir gebaut haben. Also blöd gesagt, eigentlich alle Bäume, die du gefällt hast, sind dann wieder da. In der Theorie. Boah, der Regen ist gerade so laut. Da hinten ist unsere andere Hasenfalle, oder? Ja, die ist auch noch offen. Weißt du, ein Hase ist direkt daneben. Ehrlich? Really, Nigga? Oder nee, ist ein Eichhörnchen. Oder? War ein Eichhörnchen. Oder? Mal gucken. Jetzt interessiert mich jetzt. Lassen wir es jetzt mal ein bisschen außerhalb vom Wald. Vielleicht läuft ja ein Hase rein. Vielleicht sind der Hasen nicht so im Wald unterwegs, sondern. Na, schauen wir mal. Hasen sind nicht im Wald unterwegs. In the Forest. Alles klar. Ja, let's go. Entschuldigung. Hab mich gerade verschluckt. Ja, also von über 200 nur noch auf 77 Baumstämme runter. 70 Baumstämme? Das ist richtig gut hier. Ich schub krass, ne? Kann sich sehen lassen. Also in Forest merkt man, wenn man zu zweit spielt, allein so von diesem Baufortschritt. Das ist übel. Oh, schöner Regen. Ja. So gefällt's mir. Ja, also die Mauer. Ich glaube noch so 3-4 Bäume und dann ist sie fertig. Ja, zumindest die Hälfte davon. Ja, halt. Die Blaupause ist dann befriedigt. Die Blaupause. So, dann fäll ich hier noch ein. Jetzt haben wir 2 Tage schon nur Baum gefällt, ne? In-game. Ja. Schwitzt irgendwo. Nee, geh wieder. Ja, ich sehe jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir gehen schlafen. Ja, ich bringe noch den einen Baumstamm. Liegen hier noch irgendwo welche? Ich glaube nicht. Aber ich dachte, ich glaube nicht. Lügner. Das werde ich dir nicht verzeihen. Niemals. Das Tor will er nicht zu Ende machen, das sehe ich schon. Oh, ich friere. Das ist irgendwo. Hell, ich auch. Nein. No, I don't want to freeze. Es dauert ja auch so lang, bis man wieder
Ja, wir können uns dann ins warme Bett kuscheln. Oh, halt, wir haben keins. Nee. Boah, das müssen wir dann auch mal machen, Alter. Wenn wir hier die Mauer haben und so weiter, dann müssen wir unbedingt... Also ich hätte voll Bock auf Licht irgendwie, also über so Laternen und sowas bei den Lagerhäusern. Ja, ich war eine Millisekunde weg vom Lagerfeuer und schon wieder komplett gefroren, ne? Wenn wir jetzt in das Haus reingehen, frieren wir da auch? Nee, oder? Doch. Fuck. Echt? Nee, gut, aber hallo, hier ist ein big fucking Fenster. Ja, wir könnten schlafen. So. Oder... Ich glaube, ja, wir frieren im Verlaufen. Genau. Nee, nun mal nicht. Weil ich meine, wenn wir schlafen gehen, da kuscheln wir uns ja aneinander und so. Ja. Dann sollte nichts passieren. Warte kurz, bis das Gefreeze weg ist. Aber jetzt soll man schlafen gehen, weil sonst wird der Rücken kaputt. Nein, geh schlafen! The Tod. End. Du bist erfroren. Nochmal speichern, so. Es regnet ja immer noch. Ich habe Durst, dann kann ich immer mal ein Schlückchen trinken. Zack, getrunken. Dann kann ich hier mal ein paar Steine reinhauen, die ich gesammelt habe. Die Bären, die wachsen? Ja, wohl, doch, das was. Ja, doch, doch, die wachsen schon. Ah, hier kann ich wieder was hin. Das weiß ich, weil als wir angefangen haben, war hier in dem Beet gar nichts. So, ich esse jetzt mal was Ordentliches. Hey, Bären sind gesund. Ich hol mir Fleisch, ich hol mir ein richtiges Steak. Ich hol mir nochmal so einen kleinen Vogel drauf. Hey, wieso habe ich wieder keine Rüstung? Hey, was ist denn jetzt los? Die ist weggefroren. Ja, ohne Scheiß, ich wüsste nicht, wann ich gekämpft habe währenddessen. Ja, hast du nicht vorhin dich aufgeregt, dass du irgendwie so viel verloren hast, oder hast du... Ja, aber da habe ich ja den... Da hast du ja den einen gekillt und habe ich ja meine Rüstung wieder aufgebaut, eine. Aber seitdem habe ich ja... Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich nicht. Hast du da noch bisschen Hunger oder bist du randvoll? Ich bin randvoll. Okay, scheiße, dann habe ich jetzt den einen Vogel umsonst wahrscheinlich reingehauen. Na ja, gut, ein Vogel, der macht es. Ja, aber das Problem ist, der verschwindet ja nicht. Und er ist nur verkokelt, da muss man es irgendwie essen. Oh, krieg's vielleicht noch rein? Ah ja, ich krieg noch rein, perfekt. So, da, da. Du hast ja noch keine Bäume. Fällt keine weiteren, oder? So wie ich dich. Nee, ich gehe aber wieder. Ich geh. Was soll denn das jetzt heißen? Ich weiß nicht. Hä, warum ist hier. Sag mal. Wo kommt dieser Baum her? Oder wo, haben wir das Wachsen an? Hast du das Wachsen angemacht? Nee, wieso? Ey, komm mal her. Der Baum, der Baum und der Baum. Stimmt, diese. Also der Baum war vorhin auch schon da. Kann es sein, dass vielleicht diese kleinen Büsche jetzt Bäume werden, aber ich hab's eigentlich ausgeschaltet. Moment. Kann man doch bestimmt Einstellungen? Ist es bei Grafik? Bin mir nicht sicher. Nein, Gameplay, Gameplay. Wo ist es? Nachwachsende Bäume aus. Hm. Aber wenn ich den wahrscheinlich fäll, dann kommen auch wahrscheinlich nur Stöcke raus, oder? Ja. Ach so, ich habe den PvP-Spielerschaden ausgestellt, also wir können uns gar nicht gegenseitig verletzen. Ja, Gott sei Dank vielleicht. Vielleicht gar nicht mal so blöd. Ja, da haben wir uns aber vorhin nicht die Rüstung gegenseitig irgendwie abgezogen. Was war das dann? Ich nicht. Ich höre schon wieder. Ah, no. Er läuft. Hier, komm her, du Spast. Komm, 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 komm. Lauf nicht weg, lauf nicht weg. Hallo, nicht nur. Nicht zur Mauer, nicht zur Mauer. Ich beschieß dich. Wow. Oh. Komm hier von mir. Oh. Oh mein Gott. Also so viel. Nein, er rennt mit unseren Fallen weg. Bleib da mit unserem Pfeil. Arsch. Wow. Alter, wie ich den weg? Nein. Jetzt bin ich wieder. Das kann doch nicht sein. Lol.
du Motherfucker. Weil die halten so viel aus mittlerweile. Das ist übel, ne? Hast du die Pfeile genommen während dem Kampf? Ja. Hast du auch drauf geschossen? Ja, dreimal und ich habe auch getroffen. Dreimal? Da waren aber nur drei Pfeile drin. Dann hast du daneben geschossen. Nein. Doch. Nein. Ich nehme die Leiche gleich mit, weil sonst finde ich die nicht mehr. Ja, passt. Mach die Schwester, Frau, was weiß ich, von dem Tod. Oh, shit! Ah, nein, 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 nein! Oder? Ah, ne, es sind nur zwei. Aber ich mag sie vom Lager weg. Kommt her. Komm her. Das ist ganz cool hier. Hutsonnenhut. Komm her. Du bist so doof. Du hast genau gedacht, das bist du, weil das so langsam gegangen ist. Komm her. Ich schieße einfach mal auf ihn. Stirb. Auf die schieße ich auch. LOL, Headshot. LOL. Jawohl. Boah, geil. Und der andere? Tot oder was? Beide? Nee, der andere ist weggelaufen. Nice. Was zum Teufel? Wärmt die sich einfach an unserem Feuer auf? Ey, wie es mich erschrocken hat gerade. Ich stehe da um die Ecke. Oh no. Was hat denn der noch? Warum leuchten seine Hände so komisch? Alter, mich jetzt so erschrocken gerade. Der hat brennende Hände. Ja, das habe ich doch gesagt, was ist mit seinen Händen? Er nutzt Magie! Das dulden wir hier nicht! Wie sah schon, wie wir beide die ganze Zeit da so rumschlägern. Ja, aber dann können wir uns nicht hitten. Das ist dann ganz gut zu wissen eigentlich, weil dann brauche ich nicht aufpassen. Ey, ich höre doch, was die machen. Ingo, hör! Ingo ist kaputt. Da kommt noch einer. Achtung! Wow, ich bin weit gesprungen. Einer ist tot. Alter, waren das jetzt viele. Aber hey, wir schlagen uns eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ne? Ja gut, da hatten wir schon mal mehr. Mich hat's nur erschrocken, weil ich so... Ich gehe hier so lang und dann gehe ich in die Ecke und die haben mich direkt angestarrt. Alle drei so, hallo. Surprise, motherfucker. Jetzt waren doch jetzt 5 oder 6 so Viecher, oder? Also einen hab ich jetzt, einen hast du, das war der dritte, jetzt tue ich den vierten rein. Achso, da hinten liegen doch noch irgendwelche Leichen wahrscheinlich. Da genau, hier ist noch einer. Dann haben wir jetzt, scheiße, durch den Angriff haben wir jetzt die Mauer doch nicht fertig geschafft. Nee. Ach, hier habe ich noch einen. Ja, das waren 6 oder... Ja, 6. Da hast du den 5. und ich tue den 6. rein, ja. Ja, cool. Aber die sind so vereinzelt gekommen, die waren nicht auf einmal, weil es wäre schwerer gewesen. Ja, das stimmt. Wie es ausschaut. Mit den ganzen Köpfen könnten wir so richtig schöne Kerzenständer machen. Kronleuchter und so. Oh ja, das stimmt eigentlich. So. Solala, ich bin randvoll mit Rüstung. Ehrlich. Und ich hab gar nichts, toll. Ja gut, jetzt habe ich 4. Hast du noch Knochen? Ich tue es einfach hier in den Korb rein. Nee, ich habe leider keine mehr. Okay, dann vergiss es. Aber krass, wirst du nie erwischt? Ich werde jedes Mal bei jedem Kampf mindestens einmal erwischt. Nö. Schlägst du dich anscheinend echt ein bisschen besser bis jetzt als ich im Kämpfen. Aber wir müssen die Folge beenden. 30 Minuten! Nein! Oh mein Gott!
Pass auf zu trinken. Aus. Alter, dieser Hasenstall, der bringt einfach gar nichts, weil wir noch keinen einzigen Hasen gefangen haben. Ja, wir könnten ja nochmal einen zweiten bauen. Einfach nur ja, so wir haben ja einen zweiten. Da ist ja auch, der ist ja auch. Und wir könnten auch mal komplett anders. Vielleicht hier unten oder so, so offen oder in der Nähe. Weil. Ja, das können wir noch umkonstruieren. Ja. Ja, und die anderen können wir, glaube ich, kaputt machen. Vor allem, weil ich glaube, eigentlich diese Lager, wo diese Holz. Baumstämme drin sind, könnte man eventuell auch woanders. Vielleicht in der Nähe von einem Tor Richtung Wald, blöd gesagt. Doof? Achso. Ich wollte dich nur testen, ja. Aber diese Fenster, das ist einfach ein bisschen. Die Aussicht. Was gut. Hast du? So eine Mauer kann er entzücken. Vor allem, guck mal, diese. Die Kurve da auch. Oh. Die sieht richtig schön aus, oder? Oh, geil. Geil. Hallo, zwei Bäume. An einem Baum ist so ein Vogelhaus, am anderen ist so ein Topf. Sieht doch nice aus. Ich habe ehrlich gesagt noch nie was aus dem Vogelhaus rausgenommen. Das mache ich. Ja, keine Ahnung, so Federn brauche ich doch nicht. Also, da wir da hinten den dauerhaften Vorrat an Pfeilen haben, brauche ich die Federn eigentlich doch nicht. Naja, gut. Ich darf schon mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.